Hallo. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich habe beschlossen, meine ganzen anderen Kram, den ich streame, den ich spiele, auch zu streamen, weil ja, warum nicht? Das hier funktioniert noch nicht. Doch jetzt. Schließlich möchte ich ja auch meine eigene Zuschauerreihe mit hier drin haben. Ja doch, das läuft. Gut. World of Warships, genau. Spiele ich tatsächlich immer mal täglich ein paar Runden. Um mal mindestens hier beim Sommerfest, Event, Battle Pass, whatever. Ja. Die ersten beiden täglichen Punkte abzuholen. Und tatsächlich geht der auch gegen Ende. 2 Tage noch. Das reicht, um ein paar dort einzusacken. Ja, heute 20. Dann sind 5 übrig. Morgen 20. Und dann habe ich direkt schon mal 2 Kisten davon. Auch nicht schlecht. Hallo. Willkommen. Auch an die auf YouTube später. Da landet das Streamchen auch dann noch. So. Ich wollte noch ein bisschen das Mikro hochstellen, genau. Das war mir nämlich in den Videos ein bisschen zu leise. So, ich hüpfe direkt einfach rein. Und nach den Dailies werde ich auch noch mal ein paar Viererschiffe hochspielen. Ja. Ich bin ziemlich Amateur in dem Spiel. Ich spiele eigentlich alleine vor mich hin. Ist ganz nett. Ja. Bonus auswählen. Ja, die Kamera wackelt ein bisschen. So. Vollgas und Kreuzer sind tatsächlich meine Lieblingsklasse. Schnelle Kanonen, gute Feuerrate, eventuell ein paar Torpedos und dann noch wenn genug, um Torpedos auszuweichen. Eventuell schwinge ich schon mal ein bisschen rum. Nee, lass mir generell alles anzeigen und das Ding im Größten. Genau, da haben wir nämlich schon eine Aufgabe. Die es nicht kennen. Das ist gerade so ein D-Day-Event. Deswegen spiele ich, glaube ich, Amerikaner oder Briten, da bin ich mir gar nicht sicher. Steht das hier irgendwo? Ja, Briten. So, wir müssen hier diese Schiffswracks einsammeln. Manche sind Fakes und manche sind. Ja, Seenot geratene Schiffe, Verbündete, die wir einsammeln müssen. Zumindest die Mannschaft evakuieren, die Schiffbruch erlitten haben. Zwischendrin noch alles abschießen an Gegnern, das da ist. Hier ist nur ein Flück. Gut, aber hier können wir schon mal gucken. Ja, es kann auch sehr gut sein, dass ich relativ still wäre während des Streams, weil ich mich einfach konzentriere und versuche, ein paar Schüsse anzubringen. Wie gesagt, ich bin relativ schlecht, glaube ich, in dem Spiel. Obwohl ich mir schon ziemliche Mühe gebe, zu treffen. Diese kleinen Kackboote, die sind echt schlimm. Da könnte ich auch noch ein paar Torpedos langsam losschießen. Na, 2 Treffer. Und wir haben hier. Oh. Ich muss definitiv mal langsamer fahren. Schmeiß da mal eine Bombe rein. Und Feuer da vorne mal mit drauf. Okay, gut, das ist tatsächlich. Versuche ich noch ein paar Punkte zu holen. Und tatsächlich dann auch noch ein bisschen Beitrag leisten.
zum Hauptziel. Eins und dann sollte es erstmal voll sein, genau. Kollege hier, wo fährst du hin? Nee, da ist mein Kollege. Ja, nicht verwechseln. Das hier ist nämlich nur das Schiff, was gerade am Absachen ist. Ah ja, da kommen sie. Da kommen sie. Da werde ich direkt erstmal ein paar Torpedos losschicken. Okay, der hat ihn gehalten. Torpedos auf Steuerbord! Den sehe ich nicht mehr. Und der wird treffen. Ist auch was schlimm. So, da vorne müsste ich mal eine. Doch. Ich habe noch andere Schiffe noch hinter. Aber ich bin endlich raus. Gut. Geh los. Ne, der wird da rumschenken. Und erwischt. Noch mal ein paar Wasserminen weghauen. Ja. Im Hintergrund habe ich tatsächlich mal ein bisschen Musik angebracht in 7 Days. Der Hauptmenü-Song quasi. Soundtrack. Der ist schon ziemlich cool. Schön melancholisch. Ähnlich wie bei Kenshi, der Main-Theme. Jo. Mal ein bisschen konzentrieren. Mein sieht noch okayisch aus. Wirklich fit ist die nicht mehr. Aber ich muss gucken, dass ich wieder ins Gefecht reinkomme. Oh, der kriegt böse eins aufs Schnäuzchen. Da fährt noch einer direkt auf uns zu. Volle Breitseite. Ach, ich mag diese kanonenlastigen Kreuzer. Die sind einfach nur herrlich zum Bombardieren. Vielleicht sollte ich auch mal da werde ich zwei rankriegen. Nicht schön. Aber war jetzt auch schwierig zu vermeiden. Er ist weg? Nee. Einer von uns ist in die Luft geflogen. Ja, nicht so gut. Nicht so schön. Wir haben schon zwei eingebüßt. Das geht schön in die Mitte. Na komm schon, eine Kanone mehr bitte. Sehr gut.
was ich meine war. Und er hier könnte auch. Da kriege ich wieder zwei rein. Nicht schön. So, dann hätten wir hier fast alles weg. Es sind nur noch zwei auf offenem Meer. 33 und 38. Dann können wir uns schon mal an die Landbatterien machen. An die Küstenbatterien. Und natürlich die Kreuzer davor. Was steht da? Küstengeschütze, Torpedos, Zerstörer, genau, das sind Zerstörer. Die sehen eher wie, wie Fischerboote aus, statt wie Kriegsschiffe. Dann da noch mal einen letzten. Mein Freund, der ist da drüben. Könnte drauf gehen. Wenn er nicht aufpasst. Er ist drauf gegangen. Oh, ich muss komplett rasch schwenken hier. Beidrehen heißt das, glaube ich. Oh, lustiger Kreuzer, komm mal her hier. Wir haben da. Noch ein paar Geschütze, die nicht viel zu tun haben. Gleich durch, aber hier nicht nochmal. Bei der Gelegenheit ein paar Wasserbomben. Und die Luftwaffen. Oh, naja, ich bin einer von zwei übrigen. Wie geht's dir? Geht's okay. Das ist gut. Bitte hier noch ein paar Wasserbomben hochjagen. Ach, da kommt einer. Gehe ich da drauf? Eigentlich will ich nicht drauf. Aber ich muss, glaube ich, wegen den Zerstörern hier. Okay, den Zerstörer habe ich erwischt. Das ist gar nicht mal schlecht. Oh, fuck. Eieieiei, das gibt zwei Einschläge und ich bin hinüber. Das hätte ich wissen müssen. Das ist meine letzte Reparatur und die hauen hier Seminen und Wellen. Heißt, ich werde ordentlich schießen müssen. Und ich treffe nix. Ist mal wieder typisch. Obwohl ich gut gezielt habe, treffe ich nix. Brand gesteckt. Das ist schon mal ein nicht so schlechter Anfang. Abmachen die drei hier in die Luft. Mehr viel Zeit und ich denke nicht, dass wir die Landbatterien, die Küstenbatterien erwischen werden. In der Luft.
zu pumpen. Wo ist er denn? Da ist er. So, ich hoffe, in einer Salve ist er erledigt. Ja. Wenigstens das habe ich hingekriegt. So, dann versuche ich noch. Jo, das war's. Da wird kaum was an Land ankommen. Nee, ist nichts angekommen, aber wir haben einiges erledigt. Denke ich zumindest. Kannst du jetzt vielleicht draufgehen oder gewinnen? Ach Quatsch, da hinten ist noch einer? Hä? Wieso sehe ich hier noch zwei online, zwei aktive? Der wird. Die sehen eher aus wie Kutter. Sind sie auch? Ich sehe hier keinerlei Bewaffnung auf den Dingern. Kann es sein, dass sie nur Ablenkungen sind oder Supportschiffe? Die sehen nicht aus wie Kutter. Die sind doch Kutter. So, 30 Sekunden wirst du das Ding nicht einebnen. Leider. Ich finde die eigentlich ganz gut designt hier. Irgendwelche Kisten und so. Mit den Inseln haben sie auch ein gutes Design geschaffen. Aber das war's. Keine einzige Küstendings. Ja, nächstes Spiel. Ah, und noch zwei Sterne bekommen. Schade. Aber Moment mal, wie weit bin ich hier? 11. Okay, gut. Gut zu wissen. Auch nicht. Ladungsbrötchen. Das hier aus 40.000. Ja. Einfach rein da. Nächstes Spiel hilft ja alles nix. Hier sogar Schlachtschiffe. Eigentlich müssten die hier ganz schön reinhauen, Schlachtschiffe. Der östlichen Gruppe. Aber ich werde nach außen weg. Eine meiner wichtigsten Aufgaben ist, Minenfelder zu räumen mit den Wasserbomben. Die funktionieren da recht gut. Zwei, drei Einsätze davon und ein großes Feld ist weg. Ja. Ich wüsste nur gern, wo sie liegen. Die Seenot geratenen Schiffe. Inseln gerade und Schiffe. Na, oh. Dann werde ich das direkt wahrnehmen. Ich sehe noch nicht, dass die beidrehen. Immer noch nicht. Sie waren gerade aus. Doch, der eine hier. Beide ziehen jetzt nach links weg. Okay, wir nehmen unser erstes Torpedoboot. Die ersten beiden Torpedobooten, das erste Paar. Schade, ich darf so gut wie nichts. Den mal in Nebel setzen. Komplett daneben gezielt. Okay, hier werde ich schon mal Wasserbomben reinschmeißen.
einfach nur die Punkte. Oh, das Feld wird immer größer. Oh, 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 oh. Ich muss mal ein bisschen langsamer fahren. Die Felder muss ich räumen. Da führt nichts dran vorbei. Unten kann ich wieder. Ja, das Feld sollte langsam aber auch geräumt sein. Erledigt. Das ist schon mal die erste. Ja, komm, ich fahre mal mit Vollgeschwindigkeit. Bei den nächsten Bomben muss ich die Elite gleich einsetzen, sofort. Oh, das ist nicht das Feld. Wenig Flugabwehr hochstellen. Oh, 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 oh. Ich sehe jetzt nichts in Reichweite. Nein. Hier kann ich richtig schön abfarmen, dann die Wasserbomben. Wasserminen. Richtig dichtes Feld. Und geräumt. So, aus der Richtung kommen welche. Dann möchten wir ihnen deinen Torpedos entgegen winken. Sehr akkurat. Und besser. Der kommt auf uns zu. Da sind die Torpedos. Uns fehlen noch zwei. Eins. Abgeschlossen. So, jetzt geht es darum. Eigentlich alle auszulöschen, die hier rumdödeln. Die hier rumschippern. Nee, von Torpedos darf ich mich nicht treffen lassen. Was sind denn wir gestartet? Okay, du bist näher dran. Und es gibt jetzt zwei Hauptmöglichkeiten zu zielen. Eine ist nach Karte und das andere ist nach Sicht. So, je nachdem, wo man denkt, dass sie das nächste Mal hinfahren. Da fährt einer komplett rein jetzt. Oh, hier ist das Feld von Wasserminen weg. Schade. So, ich werde aber jetzt schon mal Richtung Küste lenken. Hier sind viele Zerstörer. So, noch schon einige kaputt gemacht. Versenkt ist das richtige Wort.
Wasserminen. Endlich ist der heilige Gott. Gut. Dann können wir jetzt eigentlich langsam Küstenlinie anfahren. Wenn der Korridor frei gemacht ist. Für die freigeräumt wurde. Die Transportschiffe. Scheint aber dort genug Feuerkraft zu geben, um den kleinen Hans hier. Ja, er ist weg. So. Ich möchte probieren, auf den ein paar Torpedos zu steuern. Super. So, viel kann er nämlich nicht mehr haben. Die ist nicht gebacken, den Typen dazu. Oh Mann, ey. Könnt ihr daneben schießen? So. Ich denke, die werden den dann noch klein kriegen. Vielleicht auch nicht. So, wir haben hier ein ziemlich stationäres Schiffchen. Okay, nur ein abgekriegt. Das ist völlig in Ordnung. Der oben wurde erledigt. Schlachtschiff ist im vollem Galopp. Schon mal ein paar Wasserminen sehe, kann ich auch drauf reagieren. Ich würde mal versuchen, das Schlachtschiff mit zu schützen. Wieder ein Brand gesetzt. Das ist eigentlich meine Lieblingsschadensartband. Schön ein bisschen locken. Wenn man eine hohe Feuerrate hat, kann man da auch recht gut Chancen drauf, da erfolgreich zu sein. Versuchen wir auf den hinteren Teil zu zielen. Da habe ich nämlich ein bisschen weitere Angriffsfläche. Sie. Oh. Was ist denn jetzt passiert? Ach, ich muss die Küstendinger schießen. Steckt, das ist gut. Oh, Scheit. Los, 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 los. Wir haben ein Leck unterhalb der
Ich bin hinüber. Schade. Den habe ich viel zu spät gesehen. Wie ist denn so nah angekommen? Hier gibt es gerade keine Nebelwand oder so. Doch, da. Oh Mann, ey. Ich bin voll durch eine Nebelwand gegangen. Glaubst du das? Nee. Ich bin da komplett durchgefahren, hat er mich erwischt. Taktisch und cool. So. War aber gar nicht mal so schlecht. Das heißt, ich werde mal auf die Vierer zurückgehen. Versuchen dort noch mal ein bisschen was frei zu spielen. Jo. Sühlen da. Eine Vierer mit täglichem Bonus. Gut, ein Flugzeugträger spielen mag ich, auch wenn ich den nicht wirklich mag. Gerade irgendwie. Ja, ich brauche nicht mehr so viel und kann mir den nächsten holen. Der ist dann aber ein Sechser-Tier. Ziemlich teuer. Und wird eine Weile dauern, bis ich da dran komme zum Spielen. Na? Na, na, na? Nom, nom, nom. Auch nicht zu beachten. Dauert jetzt aber ein ganz schönes Weilchen. Ja, die T4er sind unter der Woche meist ziemlich schwierig vollzukriegen, die Gruppen. Hier geht bestehender Angriff aus größtem Teil nur Bots und sind daher relativ vorhersehbar. Vor allem was deren Schussgenauigkeit angeht. Die schießen einfach komplett davor und dahinter. Oder ich weiß nicht, so ein bisschen wie Sekundärbatterien. Mit etwas Glück treffen sie dann irgendwann irgendwie mal. Oh, geht los. Endlich. Hab schon ein bisschen gedauert. Das ist relativ einfach. Ja, wie ich sagte, die sind Bots. Ich werde mich daher relativ schnell absetzen wollen. Versuchen, ein bisschen auf meiner Seite Druck zu machen mit Flugzeugen. Und ansonsten, ja. Einfach versuchen, ein paar Treffer zu finden. Das ist eigentlich so meine Hauptziel meistens. Eigentlich taktisch Flug wäre es auch zu gucken, aufzuklären. Oder zumindest mal für Schlachtschiffe die Möglichkeit zu bieten, schon mal ein paar Langstreckenschüsse abzugeben. Ja. Ich werde die Seite aufklären und dann einfach die bestmögliche ein Schiff suchen, um mal drauf die Raketen abzuwerfen. Na? Ja, okay, an meiner Seite kann ich sehen, wo die am ehesten noch. Da ist einer direkt vor der Nase. Den möchte ich doch ins Fadenkreuz nehmen. Kleines bisschen zu niedlich, aber der fährt komplett rein. Ja, zwei ist nicht wirklich gut, aber auch nicht komplett daneben. Ein Flugzeugträger ist wirklich ein bisschen schwieriger zum Spielen, was Zielen und so angeht. Das ist nicht ganz 2D. Ja, doch schon. Ja, aber man muss da relativ viel vorziehen und all sowas. Ist halt eine ganz andere Spielweise. Das Hauptschiff schickt mal über den Autopiloten irgendwo hin in irgendeine Ecke. Um dort, ja, Däumchen zu drehen. Ist eher selten, dass man da mal Gelegenheit hat,
dem Schiff zu agieren. So, da werde ich den Kreuzerdamm aufs Korn nehmen. Der ist relativ schnell. Jetzt wird er langsamer. Könnte einen Treffer geben. Allerhöchstens. Das war knapp. Weiter vorziehen bei der Geschwindigkeit, alles klar. Ja. Ist keine wirklich exakte Wissenschaft, hier habe ich das Gefühl mit Flugzeugträgern. So, da will ein Kreuzer einfahren. Das heißt, er macht sich prädestiniert für einen Angriff. Es ist kein Bot. Seltsam. Willkommen zu meiner Springrundenparty. No, nein, habe ich wenigstens reingekommen. Wir liegen gleich auf, haben aber ein Kreuzer statt ein Zerstörer rausgenommen. Oh, nee, jetzt nicht mehr. Joa. Was soll ich da zum Bus sagen? Nee, den Zerstörer werde ich dort nicht mit Torpedos. Aha, da treffe ich eh nichts. Hat sich ein Kreuzer zurückgezogen? Dort hocken irgendwie gerade zwei Schiffe aufeinander. Beides Schlachtschiffe. Ich denke, ich werde den da rechts mal ins Ziel nehmen. Schon mal einen Spieler verloren. Könnten. Einer trifft nur. Schade. Ja, wir kriegen gerade ordentlich auf die Mütze. Hm. Wir nur noch ein Schlachtschiff und Kreuzer. Hm. Die anderen haben so gut wie das Doppelte. Hm. Da hinten sieht es aber ausgeglichen aus. Zwei Schlachtschiffe immer noch am. Auf dem Wasser. Du bist ein Bot. Na, da möchte ich doch mal mein Glück versuchen. Jo, keine Torpedo-Flugzeuge mehr. Torpedo-Bomber? Ist das wirklich der richtige Begriff? Nee, das ging komplett daneben. Leider. Versuche ich die nochmal zu behaken. Ja, die haben das eingenommen. Wir haben das obere dafür auch. Und doch, doch auf dem Schlachtschiff erwischt. Da werde ich den mal aus dem Weg gehen und den einzelnen Schlachtschiff Bot hier mal aufs Korn nehmen. Mal schauen. Mal schauen. Besser zwei abwerfen als keine.
Einer ging durch, der andere hat zwar getroffen, aber. Okay, da sind sie jetzt ziemlich auf dem Haufen. Wir wissen anscheinend nicht, dass da noch ein Kreuz schippert. Ihr habt euch doch ziemlich die Enge getrieben. Erstmal aus, was hat der Reichweite zum Bleiben? Ich denke, ich nehme den Kreuzer da. Nein, nehme den Kreuzer dort ins Visier. Weil das ungefähr wo ist. Ja. Eine einzige Bombe. Und das nichts getroffen. Nee, das war absolut nichts. Ich denke auch nicht, dass wir das gewinnen werden. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, dass der zerstört dort. Da war schwierig mit den zwei noch die anderen beiden Zerstörer und den Kreuzer. Von hinten kommt dann noch ein Kreuzer und ein Zerstörer. Nicht so gut. So, ich versuche mal die Torpedos an den Mann zu bringen. Nein! Das geht doch nicht. Könnte ich den dort behaken? Ja, könnte ich. Das war gar nicht mal schlecht. Gut. Zweite Weltkriegsflieger war noch nicht so schnell gut. Naja, komm, das Kämpfen ist jetzt ziemlich vereinfacht. Bist ein Spieler, wenn ich das richtig sehe. Wenn du nicht aufpasst, könntest du leichtes Opfer werden. Perfekt gezielt. Oh, 14 Treffer. Das war nicht schlecht. Ich frag mich, was der Typ da hinten eigentlich treibt. 14 Treffer, damit habe ich den Fortschritt gleich schon wieder kaputt gemacht. Ich scheine nicht auf deren Abschussliste zu stehen, was mich wundert. Das war perfekt dabei. Steht hier eigentlich bei wie viel? Ah, bewegt sich. Könnte etwas treffen. Drei Stück, gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Schick die Leute in die Luft. Die haben nur noch Traktive. Die werden mich jagen wollen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke, ich werde mich schon mal in eine gewisse Position bringen, um abzuhauen. Das Namen drücken hier. Eine nur. Oh, komm schon. Okay, sie beide dort. Heißt, ich verschwinde mal.
in diese Richtung. Das ist ein Raket. Hey, das Spiel zieht sich noch ein bisschen, wenn ich lange überlebe. Doch. Na, vier Treffer. Vier Treffer. Nicht die dollste Trefferquote. Ich danach noch ein bisschen die Block Galacticen, aber ich glaube, ich mache vorher noch einen. Alter, das zieht sich ja richtig lange. Ja, das wissen wir ja alle. Jetzt kurz davor steht zu siegen. So, ich möchte ein paar Torpedos zu Wasser lassen. Leider nur zwei geworden, aber das sieht gut aus für einen. Und? Ne, der zweite Schatz. Doch, der zweite auch noch. Nice. Oh, der liegt perfekt im Wasser für noch mehr Bomberei. Ja, kann man mal machen. Ich bin mir nicht sicher, was das hier wird. Liebes Schiffchen, lieber Autopilot, aber ich glaube, du bist ziemlich kacke gerade. Er fährt schon mal vor. Ist gleich in Schussreichweite, aber na gut. Lieber ein paar Treffer verteilen, als jetzt noch irgendwie rumdödeln. Drei von vier. Besten Spieler. Sekundärtreffer, jawohl. Die Sekundärgeschütze. Oh, du bist der Kreuzer. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der hier ankommt. Oh, aber dafür. Oh yeah. Dafür habe ich den ganz schön zugesetzt. Nee? Na, komm schon. Ja, komm, das war von vornherein klar. Aber nicht schlecht. Ich konnte ihn ganz schön behaken. Die letzten zwei Torpedotreffer an dem Kreuzer waren auch ganz gut. Hm, doch, bin ich schon ein bisschen zufrieden. Wie weit ist das Sommerfest? Das ist durch. Na, super. Das freut mich doch. Hm. Dauert noch ein bisschen. Du. Komm, nochmal schnell einen Zerstörer. Und dann mach ich ein Päuschen. Und dann. Nach ein Päuschen, denke ich, die Block Galactic. Ich denke wirklich, dass ich mich mal mit den tiefen Dingern da auseinandersetze. Zweier Schwierigkeit, jo, das sollte definitiv gehen. Und dann gucke ich mal, was es da noch so gibt. Und die Season? Ja, die Season ist eigentlich auch mal ein bisschen weiter spielen. Södeler. Hauptsächlich. Na gut, 250 Z-Bots.
Siehst aus, auch irgendwie sieht's auch halb wie ein Kutter. Wären da nicht lauter Geschütze auf dem Deck. Gib Stoff, Junge. Alle Mann auf Gefechtsstation. Das war ein großartiges Gefecht. Viel Glück und ruhige Wasser. Viel Glück allen. Immer ein Handbreit Wasser und dann Kiel. Ja. Auf Grund laufen ist nicht sehr schön. Das ist wahr. So, das ist eine relativ große Karte wieder mit vier relativ großen Inseln, die die ziemlich eindeutig machen. Hier kann man tatsächlich durch das Flusstal durchschießen. Ganz gut, wenn man diese andere Ja, moin! Jo! Sag mal, Turbo, hast du Interesse in einer Stunde oder so mal die Tiefenexpedition ausprobieren in die Brock? Denn ich werde gleich Päuschen machen. User joined your channel. Ja, es hängt halt zusammen damit, ob Flo denn auch soweit wäre halt, ne? Ach, der ist auch möglicher Kandidat für die Truppe. Natürlich ist er, das war ja nur Pause bei ihm. Ach so. Ja. Das wäre gut. Der war ja doch nur für eine Woche lang auf hier im Montage. Ach so. Deswegen haben wir eine Woche Pause gemacht. Alles klar. Verstehe. Wo er nur zurückgekommen ist, ist gerade ein anderes Spiel rausgekommen, worauf er schon die ganze Zeit gewartet hat. Und deswegen war er jetzt noch gestern und vorgestern beschäftigt. Ja. Und so First Descendant oder was? Genau. Ist irgendwie eine Art Genshin Impact. Nee! Ja, na gut. Mehr Warframe und Destiny. Ja, Warframe und Genshin Impact gemischt. Bisschen, ja, aber mehr Destiny oder so. Ich wollte auch noch zu Warframe auch noch rüberkommen, das, weil es ist halt eher davon. Ja, mit Genshin würde ich sagen, allein grafisch nicht, aber spieletechnisch ist es schon ein ziemlicher Loot-Shooter. Also das Loot-Ding und Pay-to-Win, hat mir jemand gemeint, gäbe es durchaus Vorteile, aber es ist halt Free-to-Play. Ja. Ich meine, ich könnte es auch mal spielen, will ich aber nicht. Kostenlos, also von daher kann man eigentlich gespielt und für die Leute, die in der Beta mitgespielt haben, kriegen auch noch Bonis, aber ich habe keinen Bock. Das wird mich weniger jucken. Aber es gibt dort schöne Hinterteile, die man bewundern kann. Genau, das ist der einzige Grund. Und du kriegst Bunny, die Charakter, quasi gratis am Anfang nach dem Tutorial. Genau. Aber du kannst auch eine andere Rolle spielen. Nein. Doch. Nein, kann man nicht. Doch, kannst du, glaub mir. Du wirst kaum was von dem Spiel mitbekommen, du schaust die ganze Zeit den Himmel an. Den Himmel? Ja. Was hat denn der Himmel dazu zu tun? Ja. Du wirst kaum was mitbekommen, was vor dir ist. Alles, was du sehen wirst, ist der Himmel. Ich hab das ja schon in der Beta gespielt, ich weiß, wovon ich rede. Wirklich? Gott, Himmel. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus bist. Naja, das ist ein Third-Person-Shooter. Die Kamera ist hinter einem. Und wenn man nach oben schaut. Was für eine schöne Skybox. Ja. Guckt mal, Leute. So, jetzt versuche ich bei dem Schiffchen mal den Bug zu erwischen. Der ist nämlich meistens viel weniger gepanzert. Meine gute Güte. Das habe ich mir nämlich mal genauer angeguckt. Meine gute Güte.
bei der Bismarck war das, glaube ich. Alter, das Spiel Gas Station Simulator entwickelt sich ja immer weiter, Alter. Heftig. Ich hab gedacht, das wäre halt einfach nur so ein bisschen Bullshit. Nee, das scheint einer von den besseren Simulatoren zu sein. Ah, also aber wirklich von. Das ist halt so ein bisschen Bullshit. Ja, komm. Ich hab das ja, halt das ja von Anfang an gespielt. Und das war Bullshit. Die Torpedos treffen! Sie treffen und holen mir noch einen Kill! Nein! Kurz vorher wird das Ding abgeschossen. So eine Scheiße. Ja, wie sieht das jetzt beim Flo aus? Hat der denn Lust, so in ein, zwei Stündchen zu spielen, oder? Weiß ich nicht. Nee, warte mal, der ist. Ich glaube, ab nächster Woche könnten wir das erst anfangen, tatsächlich. Willst du da denn trotzdem mitmachen? Ja, ich glaube, dann machen wir halt eine Zweierrunde. Alles klar, da bin ich auch zeitlich dann ein bisschen flexibler. Weil der Flo ist jetzt auf Arbeit. Der hat heute, der hat die ganze Woche über Spätschicht. Ei. Eieiei. Bis 1 Uhr sitzt der hier im TS. Ja gut, da bin ich dann meistens auch erst mit Streamen dran. Und ich habe mich endlich durchgerungen hier. Alles zu streamen, was ich so spiele. Aha. Muss noch mal irgendeine Playlist suchen oder basteln dafür. Ich würde dir immer noch empfehlen, einen Zeitplan anzulegen. Dann, wenn ich Zeit habe oder es schaffe, den Button zu drücken, zu starten. Davon hängt das ab, nicht von irgendeiner Uhrzeit. Hängt lieber an Uhrzeiten, dann kann man sich besser drauf einstellen. Ja, nee. Nee, da kommt dann immer irgendwas dazwischen. Lieber dann, wenn ich zocke, streamen und dann aufhören, wenn ich nicht mehr zocke. Ich habe jetzt mal gerade mal nachgeschaut. Und ich werde wohl jetzt für so 24 Mal beim Glücksspiel mitmachen. Kommt drauf an, ob du echt Geld verwendest und wie viel. Nein, ich verwende jetzt gerade gar nichts. Das ist schon so weit. Also, ich hatte dafür echt Geld verwendet, aber ich habe jetzt 24 Mal eine Chance, 100.000 zu gewinnen. Ja. Wenn man Kosten- und Risikofaktor halt wegdenkt, das ist das Wichtigste. Und ob man das geübt hat. Nur Geld investieren, dass man wirklich übt hat. Ich hab nie Geld übrig, aber ich habe halt bei Amazon Dauerbestellungen und es kam jetzt die neue Rockstar-Lieferung. Und das ist aktuell jetzt so, finde eine von 10 singenden Dosen und gewinne 100.000 Euro. Deswegen habe ich 24 Chancen, jetzt eine einmal 100.000. Moment mal, du kaufst Dosen? Nein, ich habe Rockstar mir bestellt und die haben aktuell diese Aktion. Also Glücksspiel in ein Produkt drin. Ja, das ist einfach nebenbei. Ja, komm, das ist ein Bonus. Wenn du das eh schon holst, ist das ein Bonus. Ja, das ist halt in meinem monatlichen Abo drin. Aber ja, das ist doch nicht schlecht. Das hat eine doppelt so hohe Gewinnquote im Vergleich zu Müllermilch. Wo man nur die Hälfte. Bei Müllermilch sind nämlich nur 5 Dosen, fünf Fläschchen halt mit einem Mu möglicherweise drin, ne? Und kann man nur 50.000 gewinnen. Und hier ist doppelte Gewinnchance auf doppelte Preis. Natürlich weiß ich hundertprozentig, dass ich nicht gewinnen werde, aber. Wie groß denn die, wie nennt sich das? Die Anzahl an möglichen. Also wie groß ist die, wie nennt sich das, Chargennummer, wo diese Barstücke drin sind? So, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einzu... Was weiß ich, das steht auf der Dose drauf, ich hab's einfach gelesen, dachte ich mir... Das steht sogar drauf, wie hoch die Möglichkeit ist, das ist gut. Ich finde eine von 10 singenden Dosen, steht hier oben. Aber von wie viel möglichen ist die versteckt? Das steht da nicht. Aber müsste eigentlich. Es gibt hier einen QR-Code, den ich einscannen kann.
Ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Und ich werde mich jetzt ein bisschen zurückziehen müssen. Mensch, ja, meine Torpedos kommen nicht sehr weit. Oh, und ich krieg Torpedos selbst in den Arsch. Torpedos. Und ich bin. Das war ja sehr erfolgreich. Wie bist du kaputt gegangen? An was? Zwei Torpedos haben mich penetriert. Äußerst unschönes Ereignis. Hauptsache Pedos. Nein. Nein, nein. Nein. Na gut, dann machen wir mal Boxen auf. Es gibt eine Box von dem täglichen Punktchen. Ist immer ganz nett. Da können sogar auch die Superboxen drin sein, auch wenn man was anderes nimmt als dieses Glücksgedöns. Und dann noch ein paar andere. Keine Ahnung, was das für welche waren. Selbst auf der Webseite von Rockstar steht da nichts. Ja, komm. Müller Milch wird wahrscheinlich viel weniger verkaufen als Rockstar. Sag das mal nicht. Ich denke schon. Müller Milch ist eher was für Kinder. Rockstar ist Teenager, Jugend, Erwachsenen. Ich würde nicht sagen... Obwohl, das ist auch schon Kinder, fahren da drauf ab. Für Kinder ist. Primär würde ich sagen, die Hauptzielgruppe. Würde ich auch nicht sagen. Ich greife auf jeden Fall sehr häufig darauf zu, weil einfach nur jetzt weiße Schokolade mit Kokosmixung oder sowas da drin sind. Also es kommen immer wieder neue Geschmackssorten noch dazu. Voll geil. Meine Mutter ist halt, die kauft die halt immer wieder ein, weil das das Einzige ist, was sie trinken kann, ohne dass es halt sofort wieder rauskommt. Okay. Also, ja. Ja. Aber du trinkst dann mehr Müllermilch als Rockstar? Von der Anzahl her. Sag ich mal so, wie viel unser Haushalt passiert? Nein. Okay. Aber sag ich ja. Mal, ich kaufe nicht explizit jetzt deswegen halt jetzt Rockstar ein, um das zu machen. Aber wir kaufen nur explizit Müller-Milch, wenn die Aktion da ist. Ah, siehst du. Hat dann schon irgendjemand von euch was dort gewonnen? Niemals, das kann man nicht verhindern. Ja gut, wenn man es eh schon kauft, ist es einfach ein schicker Bonus. So, ich denke, ich werde mal hier mit dem Dings aufhören und den Stream auch mal schon mal abstellen. Und dann ein, zwei Stunden damit die Block Galactic wieder da. Oh, jo. No. Tschüss.